بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا ولله الحمد والمنة بدراسة كتاب التوحيد، وصلنا إلى القسم الثامن، وذكرنا أن هذا القسم فيه وجوب الإيمان بالأسماء والصفات. نعم، Wir haben Alhamdulillah mit dem Buch des Tauhid angefangen und wir waren bis zum achten Teil angekommen, worin steht, dass es Pflicht ist, an die Namen und Eigenschaften Allahs zu glauben. نعم، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون كامل الصفات. نعم، und wir haben gesagt, dass Allah der Vollkommene ist, dessen alle Namen und Eigenschaften perfekt sind. ولابد أن ينزع عن كل نقص وعيب. Und wir haben gesagt, dass es Pflicht ist, dass man Allah freispricht von allen Mängeln. نعم، ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في أطول قسم في الكتاب، وهو المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. نعم. Danach hat der Autor, möge Allah ihm barmherzig sein, im größten Kapitel des Buches angefangen, und zwar die verbotenen Sprichwörter, die auch zu Schirk führen. المناهي اللفظية مثل ما يكون من قول قاضي القضاة، نعم، وملك الملوك وحاكم الحكام، وبالفارسية شاهان شاه، نعم. Die verbotenen Wörter, die man nicht benutzen darf, ist wie wenn man zum Beispiel zu einem Menschen sagt König der Könige, ja, oder Richter aller Richter sozusagen. وكذلك من المناهي سب الريح، يسب الريح، نعم. Und genauso gehört es dazu, den Wind zum Beispiel zu beleidigen. Das ist genauso verboten. يسب الدهر، يسب الزمن، يسب الأيام، يسب الليالي. Beleidigt zum Beispiel die Zeit oder die Tage, die Nächte. Das ist alles verboten. إذا كان يعتقد أن الدهر والزمن والأيام والليالي هي المؤثرة بذاته، فهذا اعتقاد الجاهلية. هذا كفر أكبر. نعم. Wenn fest daran glaubt, dass die Zeiten oder die Nacht die selber das Schlechte bringen, dann ist das der Glaube der vorislamischen Zeit und das ist großer Schirk. وإذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر للدهر والمصرف له وسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، يعني مثال يقول لزوجته أسود يوم في حياتي يوم التقينا، مفهوم؟ هو يعتقد أن الله هو الآمر للدهر المصرف له، لكن يسب الدهر لأنه وقع في شيء يكرهه، فقل لزوجتي ما علاقة هذا اليوم بالزواج وبغيره؟ أسود يوم في حياتي يوم التقينا مثلا. نعم. Und dass zum Beispiel die Zeit beleidigt ist, wenn zum Beispiel zu seiner Frau sagt, der schlimmste Tag in meinem Leben war der Tag, an dem ich dich kennengelernt habe. Zum نعم. Beispiel. Dann heißt das, dass diesen Tag, glaubt zwar daran, dass Allah es ist, der die Zeiten bestimmt, aber sagt, dass dieser Tag der schlechte Tag war. Und das ist falsch. الثالث خبر محض. وهذا جائز. يقول هذا يوم عصيب. تعبنا من حر هذا اليوم، من برد هذا اليوم. اليوم هذا شديد الحر، شديد البرد. نعم. Die dritte Art und Weise ist, wenn zum Beispiel sagt, an diesem Tag sind wir sehr müde geworden, dieser Tag war sehr kalt oder dieser Tag war sehr warm, das ist erlaubt. بعض الناس يسب الدهر، وهذا كثير ترى، حتى في الأشعار، يقول الزمن غدار. نعم. Und es gibt viele Menschen, die die Zeit beleidigen, und das findet man auch in vielen Gedichten und Sprichwörtern, wie wenn zum Beispiel sagt, die Zeit ist sehr schwer. نعم، هذا كله محرم. نعم، وكذلك سب الريح، لا يسب الريح. نعم. Und das alles ist verboten. Genauso den Wind zu beleidigen, das ist verboten. فماذا يصنع إذا رأى الريح؟ نعم. Was macht also, wenn den Wind oder den Sturm sieht? يدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. Spricht das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn den Wind gesehen hat: O Allah, ich bitte dich um das Gute dieses Windes und das Gute, was darin ist, und das Gute, worum es beauftragt wurde. وكذلك من المناهي اللفظية
أن يقول للعبد عن العبد يقول عبدي، نعم، لأنه هذا فيه يعني إذلال للعبد وفيه تعدي أيضا على جانب الربوبية، نعم. Und genauso was verboten ist zu sprechen als Mensch ist, wenn er zum Beispiel einen Sklaven hat und er sagt, er erzählt über seinen Sklaven und sagt, das ist mein Diener. Das ist verboten, weil das auch die Herrschaft Allahs angreift. نعم. كذلك لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وغاية المطالب الجنة. يعني ما تسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. Und genauso, man soll mit dem Antlitz Allahs, mit dem Gesicht Allahs, soll man nur das Höchste verlangen und das ist das Paradies. نعم. ولو سأل بوجه الله سبحانه وتعالى شيء من أمور الدنيا هذا من المناهي اللفظية. فلا يستطيع أن يقول مثلا اللهم إني أسألك بوجهك أثاثا جميلا لمنزلي مثلا. نعم. Das heißt, es ist verboten, dass er zum Beispiel sagt, oh Allah, ich bitte dich mit deinem Gesicht einen schönen Teppich für mein Haus. نعم. أيضا مما ذكر المؤلف رحمه الله وركز عليه كفر النعمة. كفر النعمة يعني لا يشكر النعمة بل يكفرها ويجحدها وينكرها أنها من الله إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. Genauso was der Gelehrte hier aufzählt ist, dass man die Gnade verleugnet, die Gnade von Allah nicht dankt, indem man zum Beispiel mit seiner Zunge oder mit seinem Körper zeigt, dass man sie verleugnet und nicht von Allah kommt. لابد أن نعلم أن النعمة ابتلاء. كل نعمة أنعم الله بها عليك فهي ابتلاء. نعم. Wir müssen wissen, dass jede Gnade, die Allah dir gegeben hat, auch eine Prüfung ist. فماذا تصنع حتى تخرج من هذا الابتلاء سالما؟ نعم. Was machst du also, um aus dieser Prüfung gut rauszukommen? تتعلق بالله لا بغيره قبل أن تأتي النعمة. نعم. Du bindest dein Herz an Allah, nicht an jemand anderen, bevor du zur Gnade kommst. تسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام؟ ما أين العرب؟ أين العروبة؟ أين أهل الخليج؟ أين كذا؟ أين كذا؟ هذا متعلق بمن؟ بالخط. نعم. Du hörst manche Menschen sagen, was haben die Araber uns angetan? Wo sind die reichen Araber? Wo sind die Golfstaaten? Warum tun sie nichts? Und so weiter. Diese Person, die so spricht, die hat ihr Herz gebunden an die Menschen. أو يفكر مع نفسه أو مع الشيطان عندما يمشي ويرى متاع الدنيا يقول لو يتعرف علي الرئيس أو الوزير أو الملياردير ويعطيني من أمواله وقل أنت حبيبي خذ شيك مفتوح أو خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أكثر الناس على هذا. نعم. Oder wenn er zum Beispiel gerade läuft und nachdenkt oder mit der Shaitan mit ihm spielt und er denkt nach und sagt, was wäre denn, wenn ein reicher Mann, ein Milliardär, mir einfach so viel Geld geben würde, wie ich brauche oder mir einen Scheck geben würde. Al-Jannah tutlab min man? Limada? Limada la tutlab min ghayri Allah? Lannu la yaqdir ahad an ata al-Jannah illa Allah. طيب الرزق tutlab min man? Min al-Wazir? Min al-Tajir? Milliardair? النصر يطلب من حكام العرب يطلب من العروبة من أهل الخليج لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وهؤلاء يموتوا. نعم. Und genauso zum Beispiel der Sieg, von wem kommt er? Der Sieg kommt von Allah. Von wem verlangen wir das Paradies? Nur von Allah. Warum? Weil nur er ist in der Lage, es uns zu geben. Und genauso deine Versorgung, genauso wenn du Vermögen willst, dann kannst du es nur von Allah bitten, von keinem anderen. وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. Und wenn dann die Gnade kommt von Allah zu dir, dann musst du sie bei Allah danken, dann musst du dankbar sein, entweder gleichzeitig mit deinem Herzen und mit der Zunge und mit dem Körper. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Mit dem Herzen, indem du innerlich fest daran glaubst und zugibst, dass alles, was du an Gutem bekommen hast, von Allah kommt. باللسان عندما تسأل من أين لك هذا تقول هذا من فضل ربي. نعم. Mit der Zunge,
ist, wenn du gefragt wirst, von wo hast du das, dann sagst du, das ist die Großzügigkeit Allahs gegenüber mir. Wenn الجوارح تصرف هذه النعم في الشكر المنعم فالنظر ما تنظر إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. نعم. Und wie willst du mit deinem Körper danken? Das ist, indem du alles, was Allah dir gegeben hat, dazu benutzt, ihm zu danken. Zum Beispiel deine Augen benutzt du nur dazu, das anzuschauen, was Allah gefällt. وذكر أمثلة على هذا على كفر النعمة. Und er hat Beispiele dafür genannt, also Beispiele, die Gnaden zu verleugnen. بعض الناس تسأله من أين لك هذا المال؟ يقول هذا جدي واجتهادي وأنا محقوق به. نعم. Manche Menschen, wenn du sie fragst, von wo hast du dieses Vermögen, dann sagt er, dieses Vermögen habe ich mit Schweiß und mit meiner eigenen Arbeit und meinem eigenen Kampf gewonnen. يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعلم أني أحق بهذا المال من غيره ولذلك أعطاني. نعم. Oder er sagt zum Beispiel, Allah weiß, dass ich dieses Vermögen mehr verdiene als alle anderen, deswegen hat es mir gegeben. إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. يعني يقول نحن أغنياء. أبائي وأجدادي ولا نعرف الفقر. نعم. Oder dass er zum Beispiel sagt, wir haben dieses Vermögen immer wieder geerbt, also von Person, also von Vater zu Vater und weiter und so weiter. Wir sind immer reich gewesen. Wir wissen nicht, was Armut ist. أو بعرق جبيني. Oder ich habe das mit dem Schweiß bei meiner Stirn gekriegt. أو لأني حاد جاج أعرف من أين تأكل كتير. نعم. Oder er sagt, ich bin ein guter Händler. Ich weiß, wo es Geld gibt und ich weiß, wie ich verdiene. لابد أن تذلل لسانك بالشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. Es ist Pflicht für den Muslim, dass er seine Zunge so demütig hält, dass er immer Allah dankt. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب خطير جدا وهو الاستهزاء بالدين. سب الدين، سب الرب، سب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كفر أكبر. نعم. Und der Gelehrte hat ein weiteres sehr wichtiges Kapitel aufgemacht, was heißt die Beleidigung der Religion oder die Beleidigung Allahs oder des Propheten صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي مسلم ويجهل هذا، يجهل أنه سب الرب كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب الدين كفر. ما يمكن. إذا كان لا يعرف هذا، إذا ماذا يعرف من الدين؟ كيف يؤمن بشيء؟ وهو يسخر ويستهزئ به. نعم. Und es ist Pflicht für diesen Muslim und er muss wissen, dass das ein großer Kufr ist, ein großer Unglauben, wenn er zum Beispiel die Religion oder den Propheten صلى الله عليه وسلم beleidigt. Es kann nicht sein, dass er an etwas glaubt und gleichzeitig sich darüber lustig macht oder beleidigt. الذي يسمع السب أو الاستهزاء هو مثل المستهزئ ومثل الساب إذا لم ينكر أو ينصرف وإذا بقي وسكت هو المستهزئ سواء. نعم. Derjenige, der diese Beleidigungen hört und dort bleibt und nichts sagt und nicht dagegen spricht, der ist wie derjenige, der beleidigt, wenn er nicht mit Herzen und Zunge und Taten dagegen spricht. إذا المستهزئ يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. والساب للدين وللرب وللنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Also ist derjenige, der beleidigt, eine Person, die einen großen Unglauben macht, einen Unglauben, der ihn aus der Religion rausschmeißt. بعض الناس هدانا الله إياه يعني لم يبقى له من المزاح واللعب والنكت إلا أن يتكلم بالآيات والأحاديث. نعم. Es gibt manche Menschen, mit Allah und uns und sie recht leiten, der hat kein Thema gefunden, worüber er Witze machen kann oder sich lustig machen kann, außer die Verse und die Hadith. إذا أردت تمزح أو تضحك لا تقرب الكتاب والسنة. نعم. Wenn du einen Spaß machen willst oder lachen willst, dann nähere dich dabei nicht dem Buche Allahs oder des Sunnas Propheten. ونحذر من هذا الباب. نعم. Und wir müssen uns sehr stark vor diesem Thema warnen. نعم. كذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر يعني بعض المسائل في هذا القسم. نعم. Und der Autor, möge Allah ihm barmherzig sein, hat einige Aspekte in diesem Thema erwähnt. منها يعني أمثلة على الشرك الأصغر
لأنه خفي. نعم. Zum Beispiel Beispiele für den kleinen Schirk, weil er verborgen ist. وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat davor sehr stark gewarnt. نعم. بعد هذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى بخاتمة لهذا الكتاب المبارك كأنه يقول لك أنه مهما وحد الإنسان مهما تعلم ومهما عمل ومهما دعا ومهما صبر لا بد أن يكون في توحيد الإنسان وفي عمل الإنسان شيء من النقص فلا اقتر بعمله. نعم. Und danach hat der Autor das Buch beendet mit dem mit einem Schlusswort. Und es ist wie, als wenn er sagen würde, egal wie sehr der Mensch Allah einzig anbetet und Taten hat und gute Aussagen bringt, es kann sein, dass in jedem Menschen Mangel gibt. وأنت موحد تعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. نعم. Und es ist Pflicht für uns, dass wir den Tauhid lernen, den Eingottglauben lernen und umsetzen und danach nicht so enden wie die Ungläubigen. Der Ungläubige, er verherrlicht nicht Allah, er preist nicht Allah, doch der Muslim, nachdem er Allah kennengelernt hat, verherrlicht ihn und preist ihn. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. Möge Allah uns auf diesen Tawhid sterben lassen und der Friede und Segen sein auf seinen Propheten. Nein.